Forschung und Landwirtschaft. Unter einem Dach. Auf 700 Hektar Fläche. Mit 240 Hochleistungskühen. Zwei Biogasanlagen, Laborräumen, Wissenschaftlern und Technikern. Seit 1953 wird in Wahlstedt die Verzahnung von Forschung und Praxis gelebt. 1966 revolutionierte der Import der Holstein-Friesien durch Herrn Schaumann die deutsche Schwarzbundzucht. Im Laufe der Jahrzehnte wurde ein international anerkanntes Forschungszentrum errichtet und effiziente Fütterungskonzepte entwickelt. Heute belegt Gut Hülsenberg Spitzenplätze bei Leistungszahlen. Ein Grund dafür ist die Schaumann-Forschung, kurz ISF, Ideenschmiede und Keimzelle für neue Produkte. Ein Team aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern begleitet die Herdenentwicklung vom ersten Lebenstag an. Vom Kalb über Jungvieh und Trockensteher bis zur Hochleistungskuh. Es gibt vier Gruppen und eine zweigeteilte Fresh-Cow-Gruppe, die Zugang zu den vier Melkrobotern haben. So werden Forschungsergebnisse in der Praxis überprüft und die Schaumann-Fütterungskonzepte optimiert. Das hochwertige und hygienisch einwandfreie Grundfutter steht als Fundament für die hohe Lebensleistung und damit hohe Nutzungsdauer. In zahlreichen Untersuchungen werden die unterschiedlichen Schnittzeitpunkte beprobt. Neben dem optimalen Schnittzeitpunkt wird so das passende Bon-Silage-Siliermittel bestimmt und die Rezepturen ständig weiterentwickelt. Die Schaumann-Forschung betreibt auf Gut Hülsenberg neben dem Laborbetrieb drei Forschungsställe für Kälber, Schweine und Geflügel. Und zwei Biogasanlagen mit einer elektrischen Leistung von gut 850 Kilowatt. Hier konnten mehrere bahnbrechende Erkenntnisse zum Biogasprozess und zur Verbesserung der Biogasbildung gewonnen werden. Diese einmalige Kombination aus Praxis und Forschung zieht jedes Jahr mehrere tausend Fachbesucher und Seminarteilnehmer auf das Gut Hülsenberg und fördert den konstruktiven Dialog zwischen Landwirten und Beratern.